Da sprach der Herr zu Kain: Wo ist dein Bruder Habel? Er sprach: Ich weiß nicht, soll ich meines Bruders Hüter sein? Er aber sprach: Was hast du getan? Guten Abend, Eugen. Da sprach der Herr zu Kain: Wo ist dein Bruder Habel? Er sprach: Ich weiß nicht, soll ich meines Bruders Hüter sein? Ich bin es, Eugen. Er aber sprach: Was hast du getan? Ich hab dir ein paar Blumen gekauft. Es ist unser Hochzeitstag heute. Ich danke dir, Grete. Du bist sehr freundlich. Wie bunt die Astern. Wie wohl einem die Farben tun. Es war schön, unser Hochzeitsfest, unsere Brautnacht. Es war sehr schön. Es war Frieden. Ja, und dann war Krieg. Und du hast gesagt, ich bin stolz auf dich, dass du bei der Garde dienst. Und als ich in den Krieg zog, da hast du geweint. Weintest du aus Freude, dass ich bei der Garde diente? Was für Hoffnungen wir uns machten. Ja, Hoffnung so bunt wie die Astern. Aber wenn im Krieg irgendwo in einem Garten Astern blühten und Menschen schossen Granaten in den Garten, dann war es aus mit der Buntheit. Ist es bei Pflanzen so wie bei Tieren und bei Tieren so wie bei Menschen? Kein Unterschied. Ich war ein strammer Kerl und hab gelebt und hab mir keine Gedanken gemacht. Du warst immer eifersüchtig. Ja. Aber heute brauchst du nicht mehr eifersüchtig sein. Heute kannst du lachen! Du weinst? Spiel kein Theater. Lache, Weib, lache! Du hast das Lachen gelernt. Du kannst lachen, wenn einer seine nackte, schwielige Seele in den Straßenkot legt. Spar dir dein Wein auf! Wie du mich anstarrst. Ich fürchte mich vor dir. Fürchten? Vor mir? Unsinn, wie kannst du dich vor mir fürchten? Vor mir, der gar kein Nein, Mann ist. Ich fürchte mich auch gar nicht. Ich hab dich lieb. Ich hab dich lieb. Wie sollte ich mich da fürchten? Weib, die Wahrheit. Ich will sie sagen. Ich weiß alles. Ich war schlecht, Eugen. Ich war schlecht, ich bin ein schwaches Weib. Es hat mich überkommen, ich hab dich lieb gehabt und doch hab ich dich nicht lieb gehabt. Ich weiß nicht, ob du mich noch lieb haben kannst. Dass du mit Eugen gingst, wie kann ich da etwas dreinreden? Wenn du ihn liebst. So liebst du mich nicht? Weil ich dich liebe. Nein. Grete, du musst schnell gehen, oder? Nein, ich gehe. Ich stelle keine Ansprüche. Die Möbel gehören dir. Adieu. Eugen, oh du mein lieber, armer Mann. Ich hab dich verraten für ein paar Silberlinge. Ich hab an dir gehandelt wie ein schlechter Mensch. Du Weib, du. Wer hat dich das Lügen gelehrt in diesen letzten Wochen? Oder war ich taub früher? Wusste ich nicht, wer in meinen Wänden wohnt? Einen Schmetterling glaubte ich zu beherbergen und ward Wurm daraus. Einen Wurm mit Augen, die heucheln können, wie eine arme Straßenhure, die so tun muss, um ihrer Notdurft willen. Fass mich nicht an, lass meine Hände los, du magst dich geekelt haben vor meinem zerschossenen Körper, aber jetzt ekel ich mich vor dir. Deine Hände kröten eklig und schleimig, deine Brüste, deine runden, vollen, kleinen Brüste, wie fauler Schlamm. Dein Mund, dein roter, süßer Mund. Eine stinkende Kuhle, dein Körper, deinen gesunden, blühenden Körper. Ich mag ihn nicht mehr sehen, in all seiner Gesundheit verweset er, wie totes Aas ist er vor meinen Augen. Wie du vor der Jahrmarktsbude standest und hörtest, wie man deinen Mann ausstelle gleich einem Wildtier, wie dein Mann kleinen, unschuldigen Tieren die Kehle zerbiss, um Geld zu verdienen für dich. Lebendigen Tieren die Kehle zerbiss. Da standest du mit deinem Beischläfer vor der Bude und hast gelacht. Das ist nicht wahr, bei Gott nicht wahr. Du lügst nicht wie ein Mensch, du lügst wie der Teufel. Sprich, Eugen, sprich. Ich will alle Schuld auf mich nehmen, nur bleib hier. Ich hab gelacht vor der Jahrmarktsbude. Ich hab gelacht. Und dafür musst du sterben, Weib. Nicht dafür,
dass du mich belogst. Das war dein Recht. Nicht dafür, dass du dir einen anderen nahmst. Das nahmst du dir das Recht. Sterben musst du, weil du mich verlacht hast vor der Jahrmarktsbude. Eine Mutter kann ihr Kind erwürgen und keiner braucht einen Stein auf sie zu werfen. Würde sie aber ihr Kind erwürgen und dann höhnisch lachen, weil dem Kind die geschwollene Zunge aus dem Halse hängt, Qualen sollten sie brennen bis ans Ende aller Tage. Ich lasse dich nicht leiden bis ans Ende aller Tage. Ich bin gnädig mit dir. Was? Was starrst du mich so an? Wie blicken deine Augen drein? Ich will kein Mensch heißen, wenn in deinen Augen ein Falsch ist. Diese Augen kenne ich. Diese Augen habe ich gesehen in der Fabrik. Die Augen habe ich gesehen in der Kaserne. Die Augen habe ich gesehen im Lazarett. Die Augen habe ich gesehen im Gefängnis. Die Augen der Gehetzten, der Geschlagenen, der Gepeinigten, der gemarterten Kreatur. Ja, Gretchen, ich dachte, du bist viel reicher als ich und dabei bist du ebenso arm und ebenso hilflos. Ja, wenn das so ist, dann sind wir Bruder und Schwester. Du bist ich und ich bin du. Und was soll nun werden? Ich will dich nie mehr verlassen. Das ist nicht die Frage, Grete. Das liegt jetzt hinter uns. Wie gleichgültig, wenn du mich belügst. Wie gleichgültig, wenn du mit einem anderen gehst. Wie ist es gleichgültig, wenn du über mich lachst? Alles gleich. Und wenn du in seidenen Kleidern gingst und hättest eine Villa und kämest aus dem Lachen nicht mehr heraus. Alles gleich. Du bist eine ebenso arme Kreatur wie ich. In dieser Stunde habe ich es erkannt. Lass mich allein, Grete. Jetzt soll ich dich allein lassen? Immer musst du mich allein lassen und immer muss ich dich allein lassen. Eugen, was heißt das? Ich bin lächerlich geworden durch eigene Schuld. Damals, als die Mine entzündet wurde von den großen Verbrechern an der Welt, die Staatsmänner und Generäle genannt werden, habe ich es nicht getan. Ich bin lächerlich wie diese Zeit. So traurig lächerlich wie diese Zeit. Diese Zeit hat keine Seele, ich habe kein Geschlecht. Ist da ein Unterschied? Gehen wir jeder unseren Weg, du den deinen und ich den meinen. Eugen, was heißt das? Dass ich nicht weiß, wie lange das bei mir anhält, was ich da erkannt habe. Die lebendige Natur des Menschen ist stärker als sein Verstand. Der Verstand ein Mittel zum Selbstbetrug. Und was wird mit mir? Du bist gesund. Ein Kranker hatte nichts zu suchen auf dieser Erde, so wie sie da eingerichtet ist, in der jeder nur gilt, was er nützt. Entweder er hat eine gesunde Seele, dann ist er gesund. Das sagt der gesunde Menschenverstand. Oder er ist im Gehirn krank. Dann gehört er in eine Irrenanstalt. Ein Kranker kann nichts mehr tun. Er ist wie gelähmt in seinem Blut. Was hast du vor, Mann? Was hast du vor? Du willst mich allein lassen? Ich ging durch die Straßen. Ich sah keine Menschen. Fratzen! Ich kam nach Haus. Ich sah Fratzen und Not. Sinnlose, unendliche Not der blinden Kreatur. Ich habe keine Kraft mehr. Die Kraft nicht mehr zum Traum. Wer keine Kraft zum Traum hat, hat keine Kraft zum Leben. Der Schuss war wie die Frucht vom Baume der Erkenntnis. Alles Sehen wird mir Wissen, alles Wissen Leid. Menschen, die alles Leid leben und dennoch wollen. Und ich will nicht mehr. Du willst dir ein Leid antun. Eugen, so hör doch, ich hab gar nicht gelacht. Ich bleib bei dir, immer, immer. Nur wir zwei, keiner wird frieren. Ich bei dir, du bei mir. Grete, schau mich an. Ich glaube dir. Du hast nicht gelacht. Alles wird wieder gut. Ich bei dir, du bei mir. Stille wird sein. Sommer und Stille im Wald. Sterne und gehen Hand in Hand. Herbst wird sein und welken im Laub. Sterne und Hass! Und Faust gegen Faust! Eugen! Ich weiß zu viel! Lass mich nicht allein. Ich gehe irre im Dunkeln. Ich falle, ich tue mir weh. Wie es schmerzt. Alles ist wund an mir. Denk nur, allein. Im Leben allein. Im Wald voll gehetzter Tiere allein. Keiner ist gut mehr. Jeder nagt an deinem Herzen. Nicht allein lassen. Nicht allein lassen. Gott hat mein Schicksal bestimmt. Ich gehöre zu dir. Was gegen die Natur ist, kann nicht von Gott sein. Versuch es, Grete, versuch es. Du bist gesund.
Fange ein neues Leben an. Kämpfe für eine neue Welt. Für unsere Welt. Selbst wenn ich es wollte, ich kann es nicht mehr. Ich habe nicht mehr die Kraft. Ich habe nicht mehr den Mut. Mein Gott, ich bin wie zerbrochen. Wir sind in einem Netz, Eugen, in einem Netz. Die Spinne sitzt da und lässt uns nicht los. Sie hat uns eingesponnen. Ich kann meinen Kopf kaum noch bewegen. Ich verstehe das Leben nicht mehr. Wo ist der Anfang und wo das Ende? Wer will das bei einem Spinnengewebe sagen? Ich stehe hier. Ich stehe hier, kolossal und lächerlich. Immer werden Menschen stehen in ihrer Zeit wie ich. Warum aber trifft es mich, gerade mich? Wahllos trifft es. Den trifft es und den trifft es. Den trifft es nicht und den trifft es nicht. Was wissen wir? Woher? Wohin? Jeder Tag kann das Paradies bringen. Jede Nacht die Sintflut.